Schatztruhe. Schatztruhe. Nein. Ich kann doch jetzt nicht so einfach so. Oh, oh. Ich bin außer Reichweite. So, dann mal gucken, ob wir das schaffen. So. Hilfe. Oh, oh. So, das dürfte aber nicht schwer sein, glaube ich. Und das wäre nicht schlecht, ja, Schatzi. Ich weiß nicht, warum ich Schatzi sage. Das ist zu weit entfernt. So. Dann nochmal ein bisschen bluten. Wir sind ja nicht allein, zum Glück. Aber ich habe irgendwie die Übersicht. Es muss ein bisschen... So. Du bist irgendwie schläfrig, kann das? Okay, viel hast du hoch. Jetzt hör doch mal auf damit, mich andauernd hochzuschleudern hier. Das macht... Das gehört sich nicht. Oh, ich sollte Gesundung nehmen. Oh, oh. Kann ich dich auch? Nein, natürlich nicht. Kann ich hier zwischendurch ein bisschen? Wow, das geht. Cool. So. Okay, ich bin ein bisschen ruhiger jetzt, aber ihr wisst es doch. Und ich habe schon wieder vergessen. Ich vergesse diesen Skill immer. Königsmord. Ich vergesse den immer wieder. Was ist denn los hier? Ja. Ich treffe euch unten. Autsch. Und jetzt kann ich auch, jetzt kann ich hier wieder ein bisschen reinzoomen, ne? So, nicht runterfallen. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut, also wäre es gut. Weil eine nicht ist eine... Das war das. So, wir haben den Prinzen erledigt. Meine Schäfchen, wir haben die Mission geschafft. Belohnung. Nein, nicht mehr als dir. Das Ende des Prinzen. Nach Oceanus Tod werden Kämpfe unter den Skrugs ausbrechen. Damit sind sie ganz sicher zu beschäftigt, um die Naga weiter zu unterstützen. Das war gute Arbeit, trotz meiner Gefangenschaft. Gut, dass ihr hier vorbeigekommen seid. Also bis dann, Nemesis. Seid achtsam auf eure Reisen. Ich freue mich. Was ist denn das eigentlich hier? Ein Fassgranate, was für... Je älter, desto besser. Wofür ist der gut? So. Jetzt haben wir hier... Klasse, das heißt, wir könnten... Wir müssen... Ich gucke gerade, wie wir jetzt hier weiter können, ne? Ist nicht unbedingt so einfach. So, wir könnten jetzt hier hoch. Oder ich kann hier gar nicht hoch, verdammt. So, gucken, nicht hauen. Nicht hauen. So, hier. Wollen wir den nochmal? Nee, ne? Den wollen wir nicht, ne? So, jetzt kommen wir hier hoch. Dann kommen wir direkt zu einem Abgabepunkt. Oder wir können hier hinten... Ich muss mal eben kurz gucken. Was ist denn hier? Wieso können wir denn hier... Ist das jetzt oben oder unten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir gucken einfach mal. Wir gucken mal. Ne? Ich meine aber, pass mal auf, das muss doch hier... Das ist doch hier unten. Natürlich ist es hier unten. Da. Was bist du für ein komischer... Was ist das? Ein kämpfter Schatz. Pat, der Giblin. Ah, okay. So, du. Lasst mich unsere Chance verbessern. Ich. So. So, jetzt haut ihr aber richtig rein hier, ne? Und wenn ich jetzt den Boss beschwöre, mehr oder weniger, dann seid ihr wieder weg, ist klar. Aber gut, so seid ihr halt, ne? Denke ich mal. Ihr lieben Gehilfen. Ich habe kein Ziel. Ja. Hauen und sterben. Ich muss zuerst Dankeschön. Etwas anvisieren. So, ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach so
dass ich mir jetzt einfach sowas greifen kann. Deswegen erstmal strecken und recken. Uiuiui. Ah, das tut gut. So, dann wollen wir mal gucken. Öffnen. Wie, das war alles? Hä? Verstehe ich nicht. Gut, 20 Artefakt macht ist jetzt nicht die Welt, aber... Und immer wieder diese kleinen Unterbrechungen, als würde Fraps aufhören aufzunehmen. Für eine Sekunde. Merkwürdige Sache, sehr merkwürdig. Ich werde mir das mal auch genauer angucken müssen. So. Was führt euch hierher? Ja, vieles, ne? Kann ich kochen? Hühnerspieß mit. Ich kann nichts kochen. Nichts. Windvogel, Flusszwiebel oder. So, was kann ich denn jetzt hier abgeben? Huch, Nemesis. Sind das wirklich die Königsmörder, die ihr da tragt? Ich kenne einige Sammler, die für diese geschichtsträchtigen Stücke ein hübsches Sümmchen zahlen würden. Ich mache euch gern bekannt. Für einen kleinen Finderlohn, versteht sich. Sucht ihr was Bestimmtes? Niemals. Haltet uns nicht für Schmuggler. Wir sind professionelle Berger. Wir sind Bergungsexperten. Wir haben uns auf Treibgut, Strandgut, Lagan, Wracks und natürlich exotische archäologische Freilegungen spezialisiert. Oh, und übrigens, ihr solltet vielleicht einen großen Bogen um die Tempelanlage im Süden machen. Meine Männer untersuchen dort einige Bergungsmöglichkeiten und wir wollen doch nicht, dass sie euch für einen Konkurrenten halten. Herr Fessel macht das Zeichen der Ungekrönten, gebt euch den geheimen Handschlag und zwinkert euch zu. Ihr könnt unsere Gastfreundschaft hier genießen, solange ihr mögt. Ein Gefallen für Herrn Fresse. Fessel. Fresse. Fessel. Sehr gut, werter Herr. Für die Befreiung meiner Leute kann ich euch gar nicht genug danken. Und Roche ist euch ganz besonders dankbar. Der sanftmütige Roche grunzt. Vielleicht können wir beide noch weitere Geschäfte machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen... Ah, guck mal, das ist beides. Für die Königsmänner, okay. Plus 6 Gegenstandsstufen, plus 1 Rang ausgerottet Klinge erhöht die kritische Trefferchance von Verstümmeln um 2%. Oder Blutung 3%. Ich nehme den hier. Voodoo-Totem der Zandalari. Gut, ich möchte jetzt aber, bevor ich jetzt hier weiter queste, würde ich gerne hier hin. Möchte ich das? Das ist die Frage, möchte ich das? Weil ich weiß, ich könnte hier Sitz der Ungekrönten bringt die Ertriebrube noch eine würdige Klinge verfügbar. Warte mal. Pass mal auf. Nee, weißt du, was ich mache? Noch eine würdige Klinge? Da darin Ruhestein. Ich werde mal gucken. Ja, ich werde mal gucken, ob wir tatsächlich unsere Klingen aufwerten können. Ich kenne mich da nicht aus. Und ja, ich weiß, ich hätte Oski noch ein bisschen mich informieren können. Ich habe mich ja ein bisschen informiert. Stückweise, Stückchen. Bruchstückhaft. Gebe ich zu, aber ich habe mich informiert. So, wir gehen jetzt erstmal hier wieder eine Probe abgeben. Eine Dungprobe. Ein Stück Kacke abgeben. Nein. Alter. Fraps macht mir wirklich, das geht mir richtig auf die Nerven. Es geht mir so richtig auf die Nerven. Ich weiß nicht, was los ist hier. Mögen euch die Winde leiten. Ja, ob die Winde das wirklich mögen, weiß ich nicht. Ethrilprobe. Auf den ersten Blick wirkt dieses Kraut so grazil und zerbrechlich. Tatsächlich ist es jedoch sehr robust. Oh, schaut euch die mal an. Sterilisierung mit dem Spaten. Stängel, Blätter und Blüten sind sicher faszinierend. Aber die Staubfäden und Reproduktionsorgane in der Mitte der Blüte sind wirklich einzigartig. Sie enthalten mehr Energie als der gesamte Rest der Pflanze. Ich denke, wir können Ethril verantwortungsvoller und effizienter sammeln, wenn wir uns auf diese Teile konzentrieren. Diese Blüte scheint allerdings beschädigt zu sein. Um sicher zu gehen, brauche ich unbeschädigte Teile. Beschafft einen makellosen Blütenstempel und eine unangetastete Stäubegefäß. Ihr lernt Kräuterkundetechnik, Ethril Rang 1. Lehrt euch, wie man Ethril effektiver sammelt. Möge okay. Die ewige Sonne euch bescheinen. Und wo? Wo? Hier wollen wir gleich hin. Hier wollen wir jetzt hin. Nicht gleich, sondern jetzt sofort. Kräuterkunde? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Mögen die Reisen sicher sein. Keiner will wissen, was du sagst.
bin nicht pumpig. So, wo? Das ist auch cool. Na, komm schon. Wo bin ich denn hier, Alter? Ich dachte, man kann so ein bisschen stylisch, aber nein. Kann man nicht. Ist ja gut. Und du, Angellehrerin, kann man hier was lernen? Kann ich euch helfen? Ja, das frage ich dich. Nö, kann man nicht. Ne, so nicht. Was kann ich für euch tun? So, hier. Hoppala, da musste ich tatsächlich kurz niesen. Und konnte mich nicht muten. Das heißt, ich musste so leise niesen, diese Nieser unterdrücken. Dass einen so richtig die Organe von innen so platzen, so. Aber nein, natürlich nicht so schlimm. Aber ein bisschen schon. Was? Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich kann hier eine Quest annehmen oder hier kann ich eine Quest ausführen? Ich gehe mal hingucken. Ah, oh Mann, ich bin so doof, natürlich. Was liegt an? Ja, abgeschlossene Mission ansehen. Aha. Aha, ja, okay. 100 Erfahrungspunkt. Mission erfolgreich. Gut, Belohnung. Und jetzt weiter. Ach so, ich muss erstmal öffnen. Lonika Schildschreich kommt in die Halle des Schattens, so möglich euch die Banditenbande zu rekrutieren oder Champions Mission zu begleiten. Okay, weiter. Gut, okay. Anhänger? Kann ich die auch als Anhängerin nehmen? Wenn ich die jetzt nehme, dann müsste ich die abziehen, oder? Kann ich die abziehen, oder wie? Was habe ich hier? Werte down, die Halborgins zur Qualität selten auf. Und wie kann ich die aufwerten? Würde ich ja gerne machen, aber... Was kann ich damit machen? Hilfe? Mission? Ich ziehe die mal ab. So, und jetzt könnte ich Vanessa nehmen. Als Kampfgefährtin. Gesetzlosigkeit. Kampftalent, um bloß noch eine Bosse zu kontern. Scheiße, nur Zauber kontern. Und die hat aber Meucheln und Sprinten. Ne, komm, nehmen wir die wieder mit. Ich diene keinem. Doch. Mir. Edge. Okay, aber ich möchte jetzt die Speerkarte. Valchara. Und was soll ich jetzt machen? Erstmal der Cut gerade und vor kurzem Quest, die spricht mir erstmal. Ach so, ich kann da immer noch die Quests. Ne, mache ich jetzt nicht. Ein noch elenderer Hort des Abschaums und der Boshaftigkeit. Sehr gut, die Schurken, Diebe und Meuchelmörder trudeln langsam ein. Niki schaut zu Vanessa herüber und flüstert euch zu. Vielleicht könnten wir sogar ein paar arbeitslose D4s überzeugen. Oder ist das noch zu früh? Es geht. So, was mache ich jetzt? Die Schule der Schurkenschaft. Hervorragend. Sie scheint sich schon eingelebt zu haben. Das ist auch gut so, denn wir haben bereits jetzt Bedarf an Frischfleisch. Geht doch mal zu ihr rüber und schaut nach, ob da nicht irgendwelche Diebe auf der faulen Haut herumliegen. Sprecht mit Lonika Stillstreich und bildet eine Banditenbande aus. Seid vorsichtig da draußen. Achtet immer auf Rückendeckung und auf eure Taschen. So, was machen wir jetzt? Lonika. Bildet einen Trupp aus, der Champions auf Mission begleiten kann, um ihre Erfolgschance zu erhöhen. Alle rekrutieren. Warte mal. Kostet mich das jetzt mehr, oder was? Verbleiben, ein verbleibender Rekrut. Okay. Habe ich jetzt gewonnen? Gut. Und nun? Aschafela. Banditenbande ausgebildet. Ach so, ah, oh. Dieses Mal ging es schnell, doch in Zukunft wird es länger dauern. Ja, Hauptsache, ich steige da noch nicht ganz hinter, merkt ihr selbst, ne? Ist aber nicht schlimm, bitte verzeiht mir. Ich lerne ja noch und ich habe leider nicht so viel Zeit, mich so komplett reinzuversetzen. Also, ne, learning by doing, trial and error.
Ich hoffe, ihr seht mir das nach.